Wenn er schon wach ist. Nee, der ist besoffen noch. Achso, machen wir 8? Machen wir 8. Okay. Jo Leute, was geht? Hannes Kott TV ist am Start mit Flohmarkt Hunting Teil 8. Heute geht's mal auf den IKEA-Parkplatz. Habe ich richtig Bock drauf und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Machen wir 9? Dann nehme ich den für 1 Euro. Können wir auch beides für 10 machen? Okay, cool. Für das hier? 12? 10? Geil. Für das hier? Möchten Sie? 2 Euro? Ja Leute, der Flohmarkt war ein voller Erfolg. Hier meine Ausbeute und in der Hand habe ich was. Wir fangen mit an mit einem Verkäufer, der hat mir Pokémon, der Film, das Buch und ein NES-Spiel für 10 Euro verkauft. Richtiger Ehrenmann. Ja, es handelt sich hier um Chip und Chap. Funktioniert, hat Spaß gemacht, habe ich schon angetestet. Kann man auch zu zweit spielen und ich werde das definitiv durchspielen. Hat mir echt gefallen und ja, Pokémon, der Film, das Buch, das ist ganz witzig, weil ich mir am Samstag noch was anderes gekauft habe bei Müller Kauf. Und zwar die Filme. Pokémon, der Film und Pokémon, du bist dran. Habe ich beide für 15 Euro. Einzeln kosten die 10 bei Müller. Und ja, Amazon ist, sind die zwar einzeln ein bisschen günstiger, aber durch die Aktion 2 Blu-rays für 15 Euro ja, kriegt ihr die bei Müller. Ein bisschen günstiger, falls ihr die Pokémon-Filme haben wollt. Pokémon, der Film, der erste, ist einfach großartig. Und ja, der wird Wochenende geguckt. Freitag. 23 Uhr, scheiß spät. Dann, liebe Leute, habe ich wieder eine Konsole gefunden für 8 Euro, die ich schon lange suche, nämlich die PlayStation 2, die große, die silberne. Ich habe echt immer lange die silberne gesucht und so, ja, sie sieht aus wie ein Haufen Scheiße, aber Leute, ich habe einfach Spaß daran, die Konsolen wieder herzurichten. Das ist einfach so ein kleines Hobby auch, damit die wieder aussehen wie neu. Und ja, Leute, das heißt so viel, ich habe 3 PlayStation 2 und ich habe mir überlegt, bei meinem 386 Abonnenten-Special werde ich eine PS2 Slim verlosen mit den Kabeln, mit einem Controller und 2 Spielen. Wenn ihr Bock darauf habt, verlose ich eine PlayStation 2. Und ja, von einer Verkäuferin habe ich ganz günstig Spiele bekommen. Einmal für 1 Euro Avatar für den Game Boy Advance und Ratchet Clank 3. Ich habe 1 und 2 nicht und ich muss ehrlich gestehen, ich habe diese Reihe nie wirklich gespielt. Ich weiß nicht warum, sie sieht sehr interessant aus. Ja, aber auch für 2,50 habe ich es bekommen. Büchlein drinne, geil. Soll ich die Reihe spielen? Soll ich mich damit beschäftigen? Vielleicht zum Winter hin? Schreibt es in die Kommentare. Dann habe ich 2 Spiele, beziehungsweise 3. Und 2 wollte ich schon lange, lange haben. Einmal Pokémon Puzzle League. 14 Euro von einem Verkäufer. Vielen Dank dafür. Ich glaube, das war der Verkäufer, der mich auch kannte. Grüße gehen raus. Für den Kurs 10 Euro kann man echt nicht meckern. Es ist ein tolles Spiel für zwischendurch. Und ja, der Zustand war ziemlich räudig, aber bei 10-mal Pusten ging das Spiel und ich habe mich gefreut. Dann Super Smash Bros. Für den 3DS. Ja, Leute, ihr kennt's, ich habe kein 3DS, aber das Spiel habe ich für 8 Euro bekommen. Und 8 Euro ist ein super Kurs. Und vor allem ist es jetzt die Zeit, Leute, um sich 3DS-Spiele zu holen, weil gute DS-Spiele, der Wert geht immer höher und höher, es ist total nervig. Und ja, als letztes für den 10er. Leider ohne die Amiibo-Karte, die dabei war, wenn man es neu gekauft hat. Pokémon Tekken für die Wii U. Und ja, Leute, ich hatte das Spiel noch nicht. Ich wollte es mir nicht für die Switch holen. Ich dachte, für Wii U reicht. Und endlich mal für einen 10er. Und ich habe mich sehr gefreut. Und ich mag das Spiel, glaube ich, mehr, als ich es mögen sollte. Aber ey, es macht echt Spaß. Pokémon Tekken für einen 10er. Top. Danke dir. So, Leute, und dann kommen wir zum Schluss zu den Filmen. 4 Filme habe ich mir geholt, alle zusammen für 10 Euro. 2 zum Upgrade von DVD auf Blu-ray und 2, die ich nicht kenne. Und einer, den ich nicht kenne, ist Pixels, Kevin James, Adam Sandler. Ja, die üblichen Verdächtigen. Ich denke mal, der Film ist gut für das, was er ist. Ich bin mal gespannt. Die Meinungen sind ja sehr gespalten bei dem Film.
Dann haben wir ja einen Tarantino-Film. Nicht der beste, aber auch nicht der schlechteste. Und der ist halb neu, weil da ist noch die halbe Originalfolie drin. Hat der wahrscheinlich Bock gehabt, den Film zu gucken, aber dann doch nicht, keine Ahnung. Der Verkäufer ist ein richtiger Ehrenmann, ich liebe den. Der verkauft immer mit seiner Frau, bei dem habe ich schon oft gekauft, der ist echt nett und der macht gute Preise. Der verkauft auch Wii U-Spiele. Falls du das siehst, verkauf mir endlich das Yoshi-Spiel für 10 Euro, das liegt da schon seit 4 Flohmärkten bei dir. Spaß, aber ich kaufe echt gerne bei dem Filme. Viele Flohmarkt-Hunting-Folgen, da habe ich viele Sachen von ihm schon gekauft. Einfach Grüße gehen raus. Dann Zodiac, Director's Cut. Habe ich auch schon auf DVD gehabt. Ich liebe den Film. Auch nicht der beste David Fincher. Nicht Lynch, Fincher-Film. Aber auch nicht der schlechteste. Obwohl, der steht schon sehr, sehr weit oben, meiner Meinung nach. Und als letztes ein deutscher Film. Kriegerin. Ja, ich bin einfach gespannt. Ich habe mir hinten die Handlungen durchgelesen. Fand ich cool. Und ich gebe mal einen deutschen Film die Chance. Es gibt auch gute deutsche Filme, Leute. Was mir noch nicht gefällt an dem Steelbook ist, dass die immer flexen mit ihren Preisen. Aber was soll man machen? Jo, das war's gar nicht. Ich habe nämlich einen Monitor. Ich pack den jetzt. Ich blende einfach ein, was für einen Monitor ich mir gekauft habe. Ich hoffe, ich habe es auch schon im Intro gehabt. Für 8 Euro. Danke an diese Frau. Ach, als ob die meine Videos gucken. Aber trotzdem bin ich sehr, sehr glücklich darüber. Weil ich habe mir einen neuen PC geholt. Hat mir ein Kumpel zusammengestellt. Grüße geht raus, bester Mann. Und ja, habe mir bei Mediamarkt letztens einen Monitor geholt. Für über 100 Tacken und ja, habe jetzt einen zweiten Samsung-Monitor, der zwar nicht so gut ist, aber ja, zwei Monitore, einfach chilliges Leben. Und das war's mit meinem Update. Ja, Leute, danke fürs Zuschauen. Ihr seid die Geilsten und falls euch das Video gefallen hat, lasst doch Like da und ein Abo und haut rein!